Baby. Bitte nimm deine Hände da weg. Was ist los, Baby? Du Hurensohn. Was? Baby, du bist ganz eingestaubt. Ich will nur ein bisschen Black Ops 1 spielen. Ich hab's vermisst. Oh mein Gott. Okay, das darf man definitiv nicht hochladen. Xbox, du wirst ersetzt, was sagst du dazu? Eines Tages töte ich dich. Okay, ich hab echt ein verrücktes Haus. Hey, da oben ist Jeffrey! Jeffrey! Stellt euch mal vor, ihr hättet so einen Arzt. Auf einer Seite liegen die Utensilien und auf der anderen Seite so seine Kippe mit so einem Aschenbecher. Irgendwie ist mir kalt. Ich tu mir den Cap. Es liegt an Ihnen, Mason. Es liegt nur an Ihnen. Was liegt an mir? Was? Ich bin Haptic. Ich bring ihm bei, wie man kein Leben hat. Leute, wir müssen kurz in den Überlebenskampf. Wir müssen diese Zombie-Melodie nochmal hören, weil da ist die Affenbombe entstanden. Oh mein Gott. Ohne Witz, Leute, allein das Zurückgehen von Menü zu Menü, da steckt so viel Liebe dahinter. Hört euch das an. Ich erkenne, wenn sie lügen. Halt die Frage. Okay, ab in den Mehrspieler, Leute. Let's go! Wie viele Spieler sind jetzt online? Wie viele sind es jetzt? Immer noch 23.000 mehr als im BO2, Mann. Krass. Warte mal, ist mein Soldat vom letzten Mal immer noch so? Ja, er ist immer noch abgefuckt. Ich bin nicht glücklich. Wirklich nicht. Egal, wir suchen, Leute. Komm, Haupt- und Herrschaft oder Team? Komm, ein TDM, let's go. Guck jetzt, wie schnell ich in eine Lobby komme. Ich find's einfach beachtlich, Leute. Ich bin jetzt schon drin. Nach 7 Jahren. Das muss man sich reinziehen. Es funktioniert so sauber, Mann. Mit dem extra Marathon können sie länger sprinten als zuvor. Mit dem extra Hunger können sie mehr essen als zuvor. Mit dem extra Auge können sie mehr sehen als zuvor. Und ist doch klar, dass wir mit dem Marathon mehr rennen. Oh, fast jede Klasse von mir heißt zufällig Happy. Sollte man sich jetzt Merch kaufen? Okay, ich höre schon auf, tut mir leid. Konzentriert euch. Und bleibt am Leben. Konzentriert euch und komm, ich habe so lange nicht gespielt. Ich muss mit einem Kill anfangen. Das darf nicht sein, dass ich mit einem Tod anfange. Das ist bei mir immer so ein Ritual. Da oben ist jemand. Perfekt. Oh, der ist sogar AFK. Let's go, Mann. Da oben auch. Nein, nein! Kommt her, Leute. Oh, ich habe dieses Game wieder vermisst, Leute. Es ist immer wieder geil, hier on zu kommen, Mann. Oh, da kommen zwei Leute hinten rum. Denkt ihr, ihr seid schlau oder was? Oh Gott. Dude, Abiha. Für alle Leute, die etwas neuer auf meinem Kanal sind, Leute. Ich habe Black Ops 1 das letzte Mal gespielt. Da hat es irgendwie 130.000 oder sogar mehr Spieler. Also Leute, um zum Thema zu kommen. Wir hatten erst 80.000 Spieler. Dann hatten wir 100.000 Spieler. Dann hatten wir 120.000 Spieler. Und so ging es immer weiter. Bis zu einem Zeitpunkt, wo wir 160.000 Spieler online hatten. In einem 7 Jahre alten COD. Was kennst du da, Bro? Er kommt jetzt nicht mehr raus. Es ging nur in den CODs. Es ging hier doch. Er kommt nicht mehr raus. Guck. Der Typ heißt Turk RE Istanbul Attack. Er so. Nicht mit mir, Motherfucker. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ging nicht gut aus. Ich mach's nicht mehr, Leute. Versprochen, es tut mir leid. Das war das letzte Mal. Ich glaube, man hat mit dem Video bewiesen, Leute. Es braucht keine übertrieben krasse Grafik. Es braucht keine überkrassen Neuerungen. Oh Gott, der ist noch nicht tot. Was? 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 Was war das? Was ist gerade passiert? Okay, die Connection sollte auf jeden Fall stimmen. Die ist in neueren Call of Duty besser. Aber ich glaube, das macht auch Sinn. Also abgesehen von Connection braucht es einfach nicht viele krasse Neuerungen. Das braucht Call of Duty nicht. Es muss einfach echt sein. Es muss... Oh Gott, nicht da... Es muss einfach roh funktionieren, Leute. Es muss einfach Gunfight sein. Einfach nur Gunfights, mehr nicht. Und ich denke, Black Ops 4 schafft das, Leute. Ich habe es ja schon gespielt. Es hat sich so angefühlt, bis auf die Specialist. Über die kann man natürlich immer diskutieren, ob die Sinn machen in dem Call of Duty oder nicht. Guck mal, was der macht. Bitte stirb. Ich will einfach nur, dass du stirbst. Bitte. Dankeschön. Leute, an der Stelle kann ich nur sagen, und das sage ich bei jedem Call of Duty, urteilt bitte nicht zu früh. Bei gar keinem Game. Irgendwann im August wird die Beta rauskommen, Leute. Wenn die erstmal draußen ist und ihr davon ein bisschen gespielt habt, 1-2 Tage, es reicht völlig aus. Wenn ich mit der Connection was reiße, dann ich mein Leben. Und da wird so ein fetter Hund drüber gelegt. Nein, hier ist ein Hacker. Ja, da ist ein Hacker. Seht ihr das? Er ist unsichtbar. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Wer hackt wirklich und hat daran Spaß? Wer macht das? Gott, der eine von denen schwitzt so hart, ne? Der aber nicht. Nein! Muss hier kurz nachladen. Hoffen, dass sie uns nicht sehen. Da ist schon der Erste. Nein! Wie viel der schluckt? Oh, der ist hier drin, der Typ. Nein! Der legt eine Claymore, Mann! Ja, genau das will ich sehen. Ja, werft Nades, mach das. Komm, da ist der Nächste. Die zwei raus. Hier kommen die Nächsten. Der Sweater. Noch einer. Noch einer. Komm, zeig dich.
Nein! Nein, der holt mich im Camp. Übrigens, Leute, ich habe ja in meinem letzten Video meinen neuen Partner Level Up vorgestellt. Das ist der Gaming Booster, von dem ich euch erzählt hatte. Viele sind davon überzeugt. Also die ersten, die Rezensionen, die reinkamen, die waren wirklich überzeugt. Das könnt ihr alles auf Instagram sehen. Wenn ihr irgendeine Frage habt zu irgendeinem Thema, einfach fragen, Leute. Aber den größten Teil werde ich heute schon beantworten. Das Erste, was die Leute gesagt haben, ist, wozu braucht man einen Gaming Booster? Warum sollte man sich das holen? Dann frage ich eine Frage zurück. Warum sollte man sich einen Energy Drink holen zum Zocken? Sagt mir das mal. Größtenteils macht man es halt, weil es wirklich einfach nur gut schmeckt und erfrischend ist. Mehr nicht. Und der Geschmack ist das, was von Level Up am meisten überzeugt bei den Leuten. Also das ist der Grund dahinter. Ihr habt da aber noch einige Dinge, die euch eine langfristige Konzentration geben beim Zocken. Ist einfach angenehmer, lange durchzumachen, ohne diese Erschöpfungserscheinung zu haben. Und dann meinen manche so, das ist doch gar nicht gut für Jugendliche. Das steht da sogar auf der Seite. Ja, Leute, was steht dann auf einem Energy Drink drauf? Was steht da oben drauf? Das steht auch für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. Das muss man gesetzlich draufschreiben und trotzdem trinkt es jeder. Wer von euch hat schon Energy Drink getrunken? Das ist ganz normal. Natürlich schreibt man das drauf. Wie gesagt, das ist einfach Vorschrift, mehr nicht. Oh, wir haben Blackbird. Let's go. Natürlich kriegen dann unsere Teammates gleich ihre Streaks. Immer derselbe Scheiß. Oh, ich liebe dieses Spiel. Es läuft so gut. Nein, der liegt dort. Ja, der ist tot. Let's go. Und eine normale Portion von diesem Gaming Booster hat genauso viel Koffein wie ein Red Bull oder Monster. Also, Leute, ganz ehrlich. Es gibt einige Firmen, die übertreiben mit der Dosis komplett. Die würde ich auch niemals empfehlen. Aber bei denen kann ich mit Sicherheit sagen, dass alles gut ist, Leute. Keine Sorge. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und zur Not testet es aus von einem Kumpel, der es vielleicht geholt hat. Und guckt, wie es bei euch wird. Ist ja nicht so, dass ich den Leuten das aufzwinge. Man kann es testen. Und wenn es einem nicht gefällt und die Wirkung zu stark ist, dann lässt man es einfach. Ganz einfach. Die nächste Frage, die oft gestellt wurde, ist das nicht zu teuer? 40 Euro pro Dose? Warum kann ich mir davon nicht einfach einen Energy Drink holen? Oh Gott, Mann. Das verstehe ich am meisten, wenn Leute auf diesen Gedanken kommen. Aber das kann man ganz... Stell mir mal die Kamera hier auf, aus irgendeinem Grund, warte. Wir machen hier so ein richtig... Oh, der Typ wollte so vloggen, so, hey, was geht ab? Voll krass, wenn man so einen Garten hätte, so einen Nuketown einfach. Was geht ab, Leute? Willkommen zu... Bro, ich nehme gerade auf. Bitte verpisst dich. Ich sag euch nur, Leute, wenn ihr mit normalen Portionen arbeitet und eine normale Portion hat genauso viel Koffeingehalt wie eine 500 Milliliter Energy Drink Dose, also eine gute Portion. Und das jetzt nur was Persönliches von mir. Ich finde, eine normale Dosis, eine normale Portion, also eine empfohlene Dosis, schmeckt auch am besten. Aber das nur von mir am Rande. Also, wenn ihr das macht, dann habt ihr 40 Portionen mit einer einzigen Dose. Das heißt, mit 40, oh Gott, ganz China hier. Nein, nein. Oh, überleben bitte. Danke. Danke. Okay, die spawnen wieder alle. Ah, jetzt geht's weiter. Komm. Ich werde über das Aim traurige Musik legen. Anders geht's nicht. Das war einfach nur wirklich, wirklich richtig tief im Herzen sehr, sehr traurig. Also wir haben mit 40 Euro 40 500 Milliliter Dosen Red Bull. Jetzt überlegt mal, wie viel kosten 40 Dosen von einem guten Energy Drink? Und dann überlegt, was billiger ist. Also, ich kann euch die Antwort jetzt schon geben. Level Up ist günstiger als auf dem anderen Weg. Mit dem Unterschied, dass ihr nicht nur Koffein drin habt, sondern auch etwas, das dem entgegenwirkt, dass man so hippelig ist und dass man nicht mehr einschlafen kann. Und das ist alles unbedenklich, alles cool. Wenn es bedenklich wäre, dann wäre es in Deutschland nicht erlaubt. Keine Sorge, Deutschland sorgt dafür. Aber genug davon jetzt, Leute. Hier oben ist jemand. Ich rieche ihn. Ich rieche jemanden da. Nein! Oh, wir haben sogar Hunde. Raus mit den Doggies! Ich weiß, wo die Hunde herkommen. Schnell, ich will es euch zeigen. Da, da, guck mal, da springen sie rüber. 58-17, Alter. Geile Lobbys, geiles Spiel, Alter. Ich liebe das Spiel. Hier kommt man noch One-Hitten. Irgendwie hat's genervt, wenn man ge-One-Hitten wurde, aber andere Leute One-Hitten ist schon geil. Der Typ hat so geguckt, als hätte ich ihn in ein anderes Universum befördert. So, ha. Könnt ihr bitte loslaufen? Danke. Schnell nach Hause. Komm, was machen meine Teammates, Alter? Ich hab's. Hier, ein Geschenk. Okay, dann nicht. An dieser Stelle muss ich nochmal was zu meinen Fortnite-Videos sagen. Ich habe ja ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, warum ich persönlich nicht Fortnite feiere. Und in dem anderen Video ging es darum, dass Monte darauf reagiert hat und damit seine gesamte Community und quasi jeder mir zugestimmt hat, obwohl sie alle Fortnite spielen, gucken und feiern. Und ich wollte damit keine falschen Intentionen geben, irgendwie Fortnite haten und COD loben. Fuck, man, COD hat so viel falsch gemacht in den letzten Jahren, da ist nicht mehr sehr, sehr viel zu loben geblieben. Also das ging nicht darum, eine Position zu beziehen und irgendwas anderes zu haten. Und das möchte ich auch nicht in den Kommentaren sehen. Guck mal,
Mann, wir werden gespawnt von solchen Leuten. Yo. Geh in den Himmel und hol BO4 bitte. Ganz ehrlich, Leute, ich bin einfach nur mega gespannt, wie der Battle Royale in Black Ops 4 wird. Ob das ein Riesenfehler war für Treyarch oder einer der besten Moves, den sie jemals gemacht haben. Ich meine, überleg mal, es kann in beide Richtungen gehen. Ich denke einfach, sie müssen es richtig gut machen. Und nur wenn es wirklich richtig krass gut ist, wird es auch erfolgreich. Und ich habe auch nie gesagt, dass etwas sterben wird. Ich hasse diesen Begriff. Sterben hat er... Er hat sich so die Rakete angeguckt und wird einfach getötet dabei. Sterben heißt für mich zum Beispiel World at War von Treyarch, was jetzt schon 9 Jahre alt ist. In diesem Spiel findet man genau 2 Lobbys, okay? Das ist ein totes Spiel, aber sonst nichts. Kein Fortnite ist tot, kein PUBG ist tot. Ein Spiel ist nur tot, wenn nichts mehr von den Mechaniken und von der Connection funktioniert oder wenn die Lobbys nicht gefüllt werden. Dann ist ein Spiel für mich tot. Hä? Mein Teammate ist eine Wand. Was geht ab, Mann? Stabil. Auch ein Fortnite wird nicht sterben, okay? Dafür ist das Spiel zu groß. Aber es wird viel an Spielerzahl einbüßen. Und das ist begründet durch da alles, was ich in dem Video quasi gesagt habe. So, das war mein einziger Punkt. Und der Grund, dass so viele Leute mir zugestimmt haben, obwohl sie das Spiel spielen, ist einfach so. Weil es stimmt einfach, dass viele das auch spielen, weil sie nicht wissen, was sie sonst spielen sollen gerade. Es gibt wirklich eine Sache, die schlimmer ist als Franzosen im Spiel. Französische Babys im Spiel. Oh, große Idee, Mann. Ich habe mal eine Frage an euch. Eine ehrliche Frage. Ich habe so viele Black Ops 1 Videos gemacht. Wie viele von euch haben sich dann Black Ops 1 zugelegt oder manche sogar eine PS3? Und für wie viele von euch hat es sich gelohnt? Wer von euch würde sagen, okay, danke, dass du mir empfohlen hast, ich hatte noch meinen Spaß und das Geld war es wert? Novagas, ihr spielt Novagas, Mann. Ich hasse Claymore! Kommt in mein Name, komm, bitte. Claymore! Ich fänd's geil, wenn YouTube eine Video-Antwort-Funktion hätte, Mann. Das wäre, oh Gott, kein Turn-On. Danke. Das wäre einfach so heftig, Leute, weil es ist immer so für mich, ich mache ein Video und klar sind die Kommentare gut. Aber es ist immer so ein bisschen einseitig, wie so ein einseitiges Gespräch. Wisst ihr, ich rede halt sehr viel und halte quasi hier einen Monolog und kann mir danach erst die Kommentare durchlesen. Aber es geht auf jeden Fall, Leute. Ich habe einiges zu lesen nach diesem Video, denke ich. Und das Gefühl ist einfach geil, Leute. Ich zock gerade ein COD, was extrem schnell ist, was mir extrem viel Spaß macht. Und das alles mache ich als einen Beruf, Leute. Das ist einfach, das muss man sich reinziehen. Das klingt ein bisschen klischeehaft, aber wirklich jeden Tag, den ich aufwache, bin ich einfach unzufrieden wegen dem Novagas! Wer wirft Novagas? Wer macht das? Hier, Novagas! Hier! Noch mehr Novagas, ich fass es nicht. Noch mehr Novagas, Mann, verpisst euch mit eurem Novagas! Und das war's auch wieder mit dem Video. Es war wirklich geil, Leute. Ich liebe es gerade. Ich liebe diesen Kanal. Die Kommentare, die extrem witzig sind, Leute. Da passieren manchmal so random Sachen, dass ich einfach abkacke am Handy. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gefallen wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.